Minecraft, herzlich willkommen zum nächsten Video. So, wir wollen heute nochmal automatisieren. Und zwar muss ich erstmal hier. Nee, warte mal. Was mache ich denn? Egal. Und zwar kommt hier noch was hin wegen Clay. Ja. Clay haben wir ja im Moment auch noch nicht automatisch und es nervt mich jedes Mal so ein bisschen zumindest, dass wir auf den Clay warten müssen. Ach, verdammte Axt. Stimmt ja. Wo ist das Fluid-Connect hin? Okay. So. Insert. Hier auch. So, jetzt sollten die Fässer wieder voll sein. Wie gehabt. Sehr gut. Also das hat schon mal funktioniert. Hatten wir da unten nichts? Oder so eins? Wahrscheinlich so eins. Gut, das war's dann auf dieser Seite schon. Dann kommt so wie hier auch oben ein Fass hin. Unten kommt ein Fass hin. Hier kommt ein Hopper hin, den ich natürlich nicht dabei habe. Ender Energy Conduit. Wo kommt denn das her? Ach, das hat Mephisto mal wieder irgendwie platziert. Immer ohne Redstone. Insert. So, den Hopper müssen wir noch holen. Da hat man nämlich noch einen. Mal haben wir hier noch kein Dust mehr drin. Sonst hätte ich den Dust auch noch gleich mitgenommen. So. Na jetzt. Da. Wo kann denn hier was sein? Unten oder was? Ist nichts. Komisch. Da oben? Auch nicht. Seltsam. So, warte. Das haben wir alles gemacht. Das hier machen wir nochmal auf. Da ist jetzt immer Wasser drin und dann kommt hier der Dust rein. Und dann kriegen wir hier schon den ersten Clay raus. Ganz easy. Ganz easy und schnell. So. Was mich jetzt ein bisschen stört, ist die Größe vom Eingang hier. Aber ist ja egal. Das ist nur so ein kleines Zack-Zack-Teil. Wichtig ist, dass wir hier einen Haufen Clay rauskriegen und das kriegen wir.
So, dann können wir uns wieder um oben kümmern. Was wollten wir hier noch tun? Ich wollte mir einen Magneten bauen. Ja. Nein, Elektromagnet. Brauchen wir 4 Conductive Iron. Haben wir nur noch eins. Brauchen wir diese Sache hier. Irgendwie kriegt er keinen Strom. Warum kriegt er keinen Strom? Wo habe ich denn jetzt die Sachen? Weil ich disabled habe. Da war diese Geschichte, dann kriegt der hier wahrscheinlich auch keinen Strom mehr. Da war die Geschichte, dass irgendwie die auf Export eingestellt waren. Deshalb hatten die so einen roten Pfeil. Das habe ich inzwischen rausgefunden. So, jetzt kriegt er nämlich auch wieder Saft. Gut. Conductive Iron. 4 Stück brauchen wir mal gesagt. Und dann brauchen wir das hier, Vibrant Emerald und Vibrant Alloy Nugget. Jetzt hätte ich fast das Falsche gemacht. Vibrant Alloy. Energetic Alloy. Energetic Alloy und eine Enderperle. Ja, warte mal, warte, nein, da ist doch Vibrant. Ha. Und einen Emerald. Gut. Electrical Steel haben wir hier. Und dann haben wir schon einen Elektromagneten. Den müssen wir natürlich noch aufladen. Aktivieren. Der verliert immer Energie. Aber, ja, aber ist trotzdem ganz cool. So, weil ich hatte auch noch geplant, ich habe mir hier Gedanken gemacht um den Fußboden. Ja, auch solche Sachen gibt's. Und jetzt habe ich da hier von Mephisto dieses Teil da. Den Clay hauen wir jetzt mal da rein. Und da gibt es von diese komischen Teile hier. Die sehen irgendwie ganz interessant aus. Deshalb wollte ich das hier jetzt mal einfach ausprobieren. Wie das hier sich so machen würde. So. Dann pflanzen wir die mal einfach dahin. Die sehen nämlich von der Struktur her, finde ich, gar nicht mal so uninteressant aus. Hat was. Finde ich jetzt. Oh, Ding, Level up. Die sehen zwar so aus, als würden sie Licht abgeben, tun sie aber nicht. Ja, das muss man bedenken. Nicht runterfallen. So, jetzt hat gerade Mephisto geschrieben. Ja, jetzt ist er da.
und nicht schon wieder in der Aufnahme, dann wird das dieses Mal nichts, Mephisto. Ja, jetzt brauchst du auch nicht spammen. Kann jetzt leider gerade nicht drauf gucken, weil ich Facebook hier auf dem anderen Fenster habe. War jetzt ein bisschen ungeschickt, weil da unten hatte ich auch eine Fackel stehen. Okay, gut, schon repariert. So, warte mal, hier machen wir auch nochmal weg. Dann kommt auch noch so einer hin. Irgendwo muss die Lava sein. Okay, hier nicht. Dann bin ich beruhigt. So, ich finde, das sieht ganz interessant aus als Fußboden. Da machen wir mal schnell wieder zu. So, wenn ich hier immer die Fackeln abbaue, dann komme ich hier nie vorwärts. Machen wir doch einfach mal so, oder? Ist doch einfach ein bisschen geschickter wie andersrum. Ja, hätte ich noch genug von diesen Sachen. Hätte ich hier einen Fußboden drin, würde das auch nicht jedes Mal passieren. Oder hier wenigstens so. Gut. Ich ersetze das jetzt hier mal. Schnell. Das ist ja eins reicht. Nein. Warum mache ich denn die ganze Zeit hier Wasser auf? So, es ist ein bisschen langweilig, aber ich glaube, es sieht danach recht cool aus. Ich werde da auch noch irgendwo so ein bisschen Licht mit einbauen. Und das schon wieder Ende des Geländes. Das sollte man auch nochmal nachbessern.
So, hier können wir auch eigentlich nochmal aufmachen. Nein, das war zu niedrig. So langsam kriege ich es hin. Sollte so einen Stein parat behalten. Dafür. Was habe ich denn jetzt gemacht? So. Immer diese Fackeleien hier. Scheißegal jetzt, nervt's mich. Das soll eigentlich sowieso noch ein Tank hin. Oh, stimmt ja. Der fällt ja nach unten. Der ist ja der Schwerkraft ausgesetzt. Ich weiß auch gar nicht, ob das reicht, was ich hier produziert habe an diesem schönen Stein. Es reicht zumindest, um mich einzubauen. So, auch hier gibt es also Mobs spawnen. Diese Frage hatte ich mir gerade insgeheim gestellt. Das ist auch sehr gut zu wissen. Ratzefatz bauen wir hier den Stein ab. Ja, Lichter werden wir dann in der nächsten Folge einbauen, denke ich. Weil wir sind jetzt schon wieder am Ende der Folge angelangt. Ich will ja nicht immer so lange Folgen machen. Ihr wisst selber, wie es bei mir ist mit den Lichtern. Das kann eine Weile dauern. Die alle symmetrisch sitzen und wirklich angepasst sind, dafür geht halt ein bisschen Zeit. Und mein Inventar
Inventar ist schon wieder voll. Okay, dafür können wir jetzt hier den Boden voll durchziehen. Soll ich hier irgendwo einen Elevator haben? Nein. Kein Platz mehr. Aber der Boden sieht cool aus. Gefällt mir wirklich sehr. Also, dann war es das von der heutigen Folge. Ach, das sieht nach was aus. Das sieht nach Gekachel aus und nicht immer nur Block. So, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Minecraft.